Die Geschichte, die hier erzählt wird, handelt von Kühen und Cowboys. Eine Geschichte von Tieren und Menschen. Sie trug sich auf einer Farm in den Bergen zu, wo ich mein Handwerk erlernte. Das Handwerk eines Cowboys. Ein raues Handwerk, aber ein schönes. Ich konnte mir nichts Schöneres wünschen. Manchmal war es einsam und kalt. Manchmal mussten wir so weit reiten, dass man dachte, man käme nie zurück. Aber ich war jung. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich fühlte mich wie auf dem Gipfel der Welt. Die Luft war klar und still. Nur der Wind rauschte in den Kiefern. Unser Beruf war die Rinderzucht. Immer waren wir mit den Herden unterwegs nach neuen Weideplätzen. Unsere Tiere waren gutmütige und freundliche Wiederkäuer. Sanft wie die Tauben. Friedlich glitten die Jahreszeiten dahin. Vom Frühling in den Sommer, in den Herbst, in den Winter. Da waren die Tiere sich selber überlassen, weit drinnen in den Bergen. Sobald es das Wetter erlaubte, ritten wir in die Bergtäler, um sie zu suchen. Wir mussten wissen, wo wir sie finden konnten, wenn der Frühjahrsauftritt begann. Eines Abends kamen wir durchfroren und müde von einem Ausritt zurück. Unser Anführer war Conny Debreit. Er wusste, was er wollte, und wir hatten ihn gern. Joe Strobi war sein Pflegebruder. Seinem Vater gehörte das Gut. Und an diesem Abend nahm das Unheil seinen Anfang. Ah, auch mal wieder im Lande. Tag, Charlie. Zwei Whisky für die Herren. Wie geht's, Joe? Ich bin ziemlich fertig. Es ist immer schlecht, wenn man bei seinem Vater arbeitet. War meine Frau mal hier? Ja, sie war ein paar Mal in der Stadt mit dem Alten. Wie sah er aus? Na, soweit ganz gut. Der Winter macht ihm ja immer viel zu schaffen. Und Jenny? Geh doch nach Hause und sieh sie dir selber an. Ja, kann ich mich bei dir rasieren, damit sie keinen Schreck kriegt? Bitte? Jemand krank, Doktor? Ich trinke hier bloß was. Ja, immer zu, Weiner hier und wollte ihn zu dem Mädchen aus dem Restaurant holen. Zu Lilly? Ich will gar nicht wissen, wie sie heißt. Was ist mit Lilly? Auch nichts Besonderes, ein kleines Malheur. 8 Pfund schwer. Heute Nachmittag eingetroffen, wie ich hörte. Sie waren nicht da? Natürlich nicht. Und ich gehe auch nicht eher hin, als bis ich etwas vom Vater höre. Den es nicht gibt. Achtung, Cowboy! Komm her, mein Junge, ich will sehen, wer du bist. Komm her! Conny, bist du's? Ja. Nimm das Gewehr runter, es ist dein Freund. Was tust du hier? Ich helfe, weil sonst niemand kam. Das hörte ich. Wo ist Joe? Wartet auf dich. Ich bleibe nur noch, bis sie schläft. Wer ist das? Ihr Bruder, heute Nachmittag gekommen. Er will rauskriegen, wer der Vater ist. Geht's Lilly gut? Du hast Besuch, Lilly. Conny. Lilly. Nett, dass du kommst. Ja. Ein Prachtkerl. Und hübsch, nicht? Gut sieht er aus. Der Doktor wollte nicht kommen. Jenny hat mir geholfen. Denk nicht drüber nach, Lilly. Nicht jetzt. Ich bin ja so glücklich, Conny. Stell dir vor, ich brauche nicht mehr das Restaurant zurück. Frau Berg hat mich gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten möchte. Ich bin ja so dankbar. Ich werde arbeiten, so viel ich kann. Denn er soll es gut haben. Das wird er auch, Lilly.
Er wird's gut haben. Kaffee? Danke. Warum siehst du mich so an? Hübsch siehst du aus. So frisch gewaschen und ein neues Kleid. Ganz richtig. Ja, ich habe jetzt eine Badewanne. Ich bade fast jeden Tag. Nicht übertreiben. Wie war der Winter? Das Vieh hat ihn überstanden und wir leben auch noch. Wir waren völlig eingeschneit, konnten nicht mal zum Nachbarn, 5 Wochen lang. Du hast uns gefehlt. Für Lilly, zur Stärkung. Conny, wer war's? Gute Nacht, Jenny. Augenblick noch. Bist du ein Nachbar? Ungefähr. Wer ist der Vater? Das ist doch wohl Lillys Sache. Ich finde ihn. Möglich? Ich finde ihn. Eher gehe ich nicht von hier weg. Bitte? Hier lässt sich's doch gut leben. Wer war das? Conny Debreit. Der Pflegebruder Ihres Mannes? Ganz recht. Wie viel? $500. Er hat auch das Essen gebracht. Warum? Sie irren sich. Er ist gut. Es gibt keinen besseren als ihn. Noch eine. Da, er hat ein Ass in der Hand und kauft noch ein zweites dazu, dreimal schon. Du Dusel. Ja, Glück muss der Mensch haben. Wir spielen morgen weiter. Alles erledigt. Ich danke dir. Es ist bezahlt, wie für ein Fohlen. Na wunderbar. Da hast du mich wieder mal gerettet. Wann wirst du vernünftig? Kann doch passieren. Jedem von uns. Deine Frau war dort. Ahnt sie was? Mhm. Es war vor der Zeit mit Jenny. Aber sie wird es nie verstehen. Du kennst sie ja. Woher soll ich sie kennen? Ja, woher auch? Sie ist besser als alle früheren. Sie ist die Frau, die ich mir schon immer gewünscht habe. Aber gehen wir jetzt, es ist spät geworden. Halt, nicht rühren, Debreit. Du, geh beiseite. Du hast Lilly $500 gebracht. Ja. Will sie sie nicht? So geht's nicht. Mit dem Lumpien Geld ist das nicht abgemacht. Ich frag dich noch einmal. Warst du es? Nimm die Flinte runter, mein Junge, und dreh dich um. Du entwischt mir nicht. Nimmst den Mund sehr voll, mein lieber Freund. Lass ihn, Conny. Nein, das mache ich selber. Solange ich Sheriff bin, nicht. Also gut. Du hast mir zweimal gedroht. Das nächste Mal wird geschossen.
zu Hause. Wie geht's, Vater? Danke, mein Sohn. Wie geht's dir, Conny? Gut, was macht das Bein? Ärgert mich wie jeden Winter seit 20 Jahren. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Herr Willoughby. Ich habe euch einen Kaffee gemacht. Danke, Herr Willoughby. Wieder Spülwasser? Du willst also keinen? Natürlich, war nur ein Witz. Finde ich nicht witzig. Was macht der Magen? Conny, ich frage mich oft, ob ich wohl den nächsten Tag erlebe. Kein Magen verträgt, was Sie kochen. Und andere werden dick und fett dabei. Was sind denn das bloß für Räucherkerzen? Die sind doch gut. Es geht wirklich bergab mit uns. Wie war's denn? Er hat's Kommando. Ich gehorche nur. Deine Frau wartet auf dich. Hab's nicht vergessen. Ich geh schon zu ihr. Gute Nacht. Gute Nacht. Er macht sich raus. Hat schwer gearbeitet diesen Winter. Hat auch eine Menge gut zu machen. Wird schon werden mit Joe. Jenny hat guten Einfluss auf ihn. Jetzt braucht ihr mich nicht mehr. Was? Das klingt ja, als wolltest du kündigen. Joe ist verheiratet. Und Jenny ist sehr tüchtig. Und da bin ich überflüssig. Ja, gefällt's dir denn nicht mehr bei uns? Aber Vater, das weißt du doch. Ich habe mich hier immer wie zu Hause gefühlt. Wie du mich damals aufgelesen hast, da war ich ein Landstreicher. Und was ich geworden bin, verdanke ich dir. 16 Jahre. Schöne Jahre. Jetzt muss ich gehen. Du willst weg? Ich will weiterkommen, etwas werden. Conny. Ja, wie soll ich dir das sagen? Ich tat es doch wegen Joe. Ich konnte nicht raus mit dem lahmen Bein und so habe ich dich aufgenommen, damit du dich um ihn kümmerst. Wie sehr ich dich brauchen würde, ahnte ich nicht. Jetzt weiß ich's. Und ich brauch dich noch. Ist gut, Arthur. Ich habe nur versucht, eine Zulage zu kriegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Jenny, kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dich im Nebenzimmer anziehen musst. Nur noch ein paar Minuten, Joe. Nach einem einsamen Winter ist das zu lange. Das weiß ich. Vielleicht besser als du. Habe ich dir sehr gefehlt? Natürlich. Hübsch bist du geworden. Sagst du das nur? Oder meinst du es wirklich? Als wir uns das erste Mal trafen, trugst du geflickte Reithosen. Und doch habt ihr mich mitgenommen. Du und Vater. Das zweite Sonntagskleid, das ich besitze. Mein erstes trug ich zum Begräbnis meiner Mutter. Dann zur Beerdigung meines Vaters. Dann habe ich es verbrannt. Jetzt siehst du wie eine Dame aus. Jedenfalls war es das schönste Kleid im Modenheft. Ich habe manche Dummheit im Leben begangen. Aber dich zu heiraten war nicht dumm. Wir werden glücklich sein, ja. Daran kann uns nichts hindern. Zum zweiten und letzten Mal. Na, ausgeschlafen? Morgen, Herr Willoughby. Morgen, Conny. Freut mich mal wieder, einen richtigen Mann hier zu sehen. Oh, danke, Herr Willoughby. Morgen, richtiger Mann. Hat dich der Wecker geweckt oder hast du gewartet, bis die Sonne dich wach geküsst hat? Euch geht's viel zu gut. Ihr schlaft so viel, dass ihr das Bett gar nicht mehr zu schätzen wisst. Herr Willoughby will sich beliebt machen. Ja, ja.
Ich habe verschlafen. Wenn sich ein Mann sein Frühstück so lange selber machen musste, dann sollte er eigentlich pünktlich sein, wenn es ihm fertig vorgesetzt wird. Das Frühstück für unseren lieben Herrn Willoughby wird uns zwar pünktlich vorgesetzt, aber es ist schlecht. Oh, du bist ja nicht gezwungen, das Frühstück zu essen. Du kannst dir eine Frau anschaffen, die für dich kocht. Aber so ein Nörgler wie du findet natürlich keine. Gut gegeben, Willoughby. Entschuldigen Sie bitte. Mit Willoughby darf man nicht spaßen. Doch. Zum Zeichen, dass ich Spaß verstehe, wie wäre es noch mit einer Tasse Kaffee? Gern. Ich muss Sie vertreiben, Sheriff. Wollen Sie jemanden verhaften? Nein, ich will nur mal sehen, wer kommt und wer geht auf unserem Bahnhof. Tag, Jim. Ich habe deinen Brief bekommen. Du bist Onkel geworden. Wie geht's, Lilly? Ganz gut soweit. Wer ist das? Der Sheriff. Bruder besuchen? Ja, und außerdem will ich jemand umlegen. Jemand Besonderes? Oder genüge ich? Ich muss ihn erst suchen, aber ich finde ihn. Behalt mich im Auge, mein Name ist Fasken. Wo sind die Gäule? Drüben an der Post. Die beiden Brüder suchten Lilly auf. Sie hatten erfahren, dass Frau Berg sie zu sich genommen hatte. Frau Berg war eine Witwe und besaß ein Haus in der Nähe. Wir wollen zu Lilly, wir sind ihre Brüder. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie Brüder hat. Sie hat nichts davon gesagt. Vielleicht will sie nichts von uns wissen. Das glaube ich nicht. So ist sie nicht. Sie ist in ihrem Zimmer. Ich sage es ihr. Nicht nötig. Da drin? Ja. Was wollt ihr hier? Das weißt du ganz genau. Ich bitte euch, geht wieder. Ihr sollt wieder gehen, versteht ihr nicht? Nicht gerade liebenswürdig. Wir sind doch immerhin Geschwister. Auch wenn wir hier und da mal verschiedener Meinung sind. Aber wir gehören doch zusammen. Geh wieder, Jim. Geh wieder. Wirst du Conny Debreit heiraten? Ich brauche weder ihn noch brauche ich dich. Ich brauche niemand. Ich werde schon allein schaffen. Conny weiß etwas. Und wenn er es mir nicht sagt, dann kann er sein Testament machen. Zähmt man kein Pferd, mein Junge. Sitz auf und reite, wie du es gelernt hast.
Hallo. Ging's nicht auch ohne die Peitsche? Ah, Conny ist so zimperlich. Gar kein richtiger Farmer. Ein Hieb mit der Peitsche schadet gar nichts. Komm, Jenny. Sind alle Vollmachten gekommen? Ja, nur die von Frau Berg nicht. Ich reite mal hin. Hol mir ein Pferd, auch für dich eins. Guten Tag, Lilly. Tag, Conny. Guten Tag, Luis. Guten Tag, Fräulein. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wieso? Hab nur so gefragt. Freut mich, dass es gut geht. Vielen Dank. Freut mich wirklich, weil Sie sehen sehr hübsch aus, Lilly. Ja, wirklich. Schon gefrühstückt? Ja, bei Herrn Willoughby. Dem mache ich noch im Schlaf was im Kochen vor. Erst das Geschäft, dann die Rezepte. Ich brauche die schriftliche Vollmacht, dass wir Ihre Kühe holen dürfen, Frau Berg. Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen. Oh, ich denke doch Tag und Nacht an Sie. Ich hol Papier und Feder. Danke, Conny. Ich kann's auch allein. Siehst hübsch aus. Das hat mir schon Luis gesagt. Ich möchte dir für das Geld danken, das du mir gebracht hast. Es war nett. Aber nicht doch. Joe verdient nicht, dass du für ihn einspringst. Ich tue es für seinen Vater. Weiß ich. Du solltest dich nicht immer opfern für einen Nichtsnutz. Der ist dir doch niemals dankt. Vielleicht. Ich muss auch an Jenny denken. Sie hat so viel getan für mich. Sie darf nichts erfahren. Es muss ein Geheimnis bleiben. Lilly, es ist Conny, nicht richtig, ich habe vergangenen Winter vor Angst oft keinen Schlaf gefunden. Wie man über mich herfallen würde. Über mich und das Baby. Und wie ich das wohl alles schaffe. Und jetzt, wo es passiert ist, habe ich überhaupt keine Angst mehr. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Gar nicht. Aber ich habe jedenfalls keine Angst mehr. Ist der bereits hier? Im Haus. Geh zu der Scheune da drüben. Was? Es passiert dir nichts, wenn du nicht ins Haus gehst. Geh schon. Was soll das? Das wirst du gleich sehen. Setz dich. Also auf Wiedersehen, meine Damen. Debrett. Ah, der große Bruder. Dass ich auch immer vergesse, die Flinte mitzunehmen. War das Geld von dir, Debrett? Und wenn? Das Kind braucht einen Namen. Deinen. Siehst du, dass ich es ernst meine? Komm doch. Warum schießt du nicht? Zuerst mich und dein Luis, weil er Zeuge war. Dann deine Schwester und Frau Berg, denn die haben es ja auch gesehen. Nun mach schon. Mach schon. Steh, Conny, sonst tut er's. Das werden wir ja sehen.
Mach keinen Unsinn. Pistole runter, wird's bald. Du schießt doch nicht. Und ich brech dir einen Arm, wenn du sie nicht wegsteckst. Sie da, die eigene Schwester. Du willst doch gern jemanden umbringen. Sieh das nächste Mal an, wenn du in den Bauch trittst. Luis, jetzt ist Schluss. Nur weil Sie es sind. Los, Jim, wir sind noch nicht zu Ende. Nein, Conny. Habe ich nicht schon selber genug angerichtet mit meinem Kind? Willst du auch noch zum Mörder werden? Geh und bring sie zum Sheriff. Geben Sie mich nur als Zeugen an, wenn Sie wollen. Hast recht, Lilly. Die beste Lösung. Also los. Na los. Ich hörte, dass Heinz Farm zu verkaufen ist. Wie viel? Es heißt 53.000 Dollar in bar. Da fällt mir ein, ich bekomme noch Geld von dir. Ja, wieso denn? Joe Benson sagt mir gestern an der Bank, dein Konto wäre überzogen. Nun macht nichts, dein Vater hat glatt gemacht. Danke. Hast du im Spiel verloren? Ich habe eben Pech gehabt, Vater. Hey, wir haben ein gemeinsames Konto. Das Geld gehört nicht dir allein. Hat er viel abgehoben? 500 Dollar. Und alles in Gold. Klimpert so hübsch, wenn man es in der Tasche hat. Also bis nachher. Ich habe noch was zu erledigen. Ja. Gibst du mir die Milch, Jenny? Entschuldige mich bitte. Ja. Du glaubst nicht an das Märchen von den Spielschulden. Natürlich nicht. Ja, sieh mal, es gibt Dinge, die nicht so leicht zu verstehen sind. Und der Alte braucht nicht alles zu wissen, was hier vor sich geht. Ach so, ja. Ja, ich kann es mir schon denken, was er nicht wissen soll. 500 Dollar sind eine Menge Geld. Und ich habe sie nicht gerne abgehoben. Aber es musste sein. Wegen einer Frau. Kein Wort mehr, kein Wort. Ich weiß alles über dich und Lilly. Ah, ich weiß, was du denkst. Nein, Kleines. Diese 500 Dollar sollten Conny aus der Patsche helfen. Und ich wollte nicht, dass der Alte was davon erfährt. Aber wenn du schon so viel weißt, dann will ich dir auch alles sagen. Sieh mal, Conny ist im Druck wegen Lilly. Und natürlich habe ich ihm helfen müssen. Das bin ich ihm doch als Freund schuldig. Und das Einzige, womit ich helfen konnte, war Geld. Du bist ein Lügner. Ein feiger, gemeiner Lügner. Hey, wohin? Ihr seid alle gleich. Du bist genau wie Joe. Ich verstehe nicht. Ihr belügt mich, einer wie der andere. Ich habe euch satt. Ich gehe fort. Hoffentlich nicht zu weit. Die 500 Dollar für Lilly. Du hast sie von Joe bekommen. Augenblick mal, ich... Du deckst ihn wieder. Kämpfst mit Lillys Brüdern. Du wusstest von Anfang an, wie es mit den beiden stand. Jenny, das ist doch alles nur dummes Geschwätz. Conny, weshalb machst du das alles für ihn? Sowas kommt eben mal vor. Auch wenn sich zwei Menschen noch so gern haben, gibt's mal Streit. Ich hasse ihn. Jenny. Du und ich sitzen im selben Boot. Arthur ist wie ein Vater zu uns. Bei ihm sind wir zu Hause. Sind wir ihm dafür nicht zu Dank verpflichtet? Conny, was soll ich tun? Was kann ich tun? Hier bleiben. Für Vater. Also gut. Aber nur seinetwegen. Morgen, Herr Kunstreiter.
Hey, Conny. Überfallen worden? Nur ein kleiner Zwischenfall. Die zwei Brüder von Lilly. Brüder? Zwei Brüder? Die ganze Familie ist beisammen. Wissen Sie was? Dann wärst du schon tot. Ob Sie es rauskriegen? Vorläufig wohl nicht. Dafür sorgt der Sheriff. Wie lange? Eine Woche. Aber dann kriegen Sie es vielleicht raus. Von wem? Vielleicht von Lilly. Sie will es nicht sagen, aber die lassen doch nicht locker. Ja, was soll ich dann tun? Das tust du doch nicht. Was denn? Ich sehe nur einen Weg. Verschwinde von hier. Mit Jenny und fang irgendwo neu an. Denn hier hast du dich unmöglich gemacht. So? Sonst bringen sie dich um. Wenn ich gehe, gehört dir der Hof. Denken kannst du, was du willst. Aber wehe, du sagst es noch mal. Also gut. Tat's weh? Versuchen es nicht ein zweites Mal. Na Jungs, ihr habt eine schwere Arbeit vor euch. Wenn ihr da einen müden, lahmen Klepper habt, könnt ihr ebenso gut zu Fuß gehen. Seht mal, dieses Pferd könnt ihr ganz billig haben. Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Starke Beine, gesunder Körper. Der hat doch schon den Bürgerkrieg mitgemacht. Ja, aber das Generalspferd. 12 Brandmarken hat er etwa, was? Ja, ein rundes Dutzend. Also 12-mal den Besitzer gewechselt. Nein, nichts für mich. Wie du willst. Hat sonst jemand Interesse? Nein, fürs Weg. Bring's auf die Weide. Was hast du sonst noch? Sofort, sofort. Hier kommt ein Prachtexemplar von einem Pferd. Das Pferd ist adelig, das hat einen Stammbaum, bitte ein Gebot. Das sieht schon besser aus. Lass mich mal aufsitzen. Mach mal's du auf. Schönes Pferd. Nur leider asthmatisch. Hörst du es nicht? Nein, ich höre nicht. Conny hat eine bessere Reitbahn als die Hauptstraße, fiel dir wohl nicht ein. Das Gespann da drüben war kaum zu halten, es wollte ja nachlaufen. Das liegt nicht an mir, sondern am Pferd. Es pfeift und alles läuft ihm nach. Hey, hör doch! Ich bin noch nicht fertig! Doch, das bist du. Kannst du nicht einmal die Luft anhalten? Gib ihm Hustenbonbon. Ob die beiden Brüder sich da wohlfühlen? Mir egal. Lass uns mal reinschauen. Hol mich nachher von der Schenke ab. Na, Conny. Wie geht's denn? Jetzt noch ruhig. Bis zum Auftrieb. Hartes Brot. Hättest du nicht Lust dazu? 30 pro Monat. Nein, danke. Ich schlafe nachts lieber im weichen Bett. Willst du etwas? Ich möchte mal die Faskins sprechen. Aber sei nur recht vorsichtig mit ihnen, Conny. Das sind ganz üble Burschen. Willst du rein? Nein, lieber nicht. Der Richter hat euch zu 8 Tagen verknackt, habe ich gehört. Richter. Was habt ihr hier schon für einen Richter? Vielleicht reicht's das nächste Mal für ein Schwurgericht mit Staatsanwalt und allem Zubehör. Das nächste Mal erlebst du nicht. Hört mal zu. Lilly wird auch ohne euch beide fertig. Lasst sie doch in Ruhe. Erst wenn wir den Vater gefunden haben. Überlasst doch das Lilly. Nein, das ist unsere Sache. Na gut, ihr seid ja unbelehrbar. Wenn ihr rauskommt, setzt euch der Sheriff in den Zug, persönlich. Und wenn ihr wiederkommt, landet ihr wieder hier, in dieser Zelle. Für 6 Monate. Geht zum Teufel. Ihr wisst Bescheid, überlegt's euch. Übrigens, ich reite mit zum Auftrieb.
Ich finde, du solltest lieber hier bleiben. Du hast eine Menge in Ordnung zu bringen. Das kann ich ja machen, wenn ich zurück bin. Tu es doch lieber jetzt. Halt! Siehst du den Tannenzapfen? Schon ab. Hey, du kannst aber schießen. Und wie schnell das bei dir geht. Übung. Das kannst du auch lernen. Hab keine Zeit. Joe. Sieh mal, das alte Indianerlager. Ja, darauf haben wir mal Steine runtergerollt. Und Vater hat uns dafür verprügelt. Lieber hätte ich mich skalpieren lassen. Ja, lause Jungen auf dem Kriegspfad. Das waren noch Zeiten damals. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Joe. Ich werde zu fett. Habt ihr gestern ein Pferd gekauft? Nein, der Bursche wollte uns einen Lungenpfeifer andrehen, aber Conny hat aufgepasst. Ja, Pferdehändler sind Pferdehändler. Vater, ich habe mir gestern was überlegt. Komm mit. Komm mit, mein Junge. Erzähl's mir unterwegs. Komm. Der Händler hatte auch ein gutes Pferd und ich hätte es mir sehr gern gekauft. So? Ich wollte bieten, aber da fiel mir ein, ich habe ja kein Geld. Kauf doch, für ein Pferd haben wir immer Geld. Ah, es geht mir nicht um das Pferd, ich habe ja schon genug. Nein, es ist einfach das, dass ein Mann meines Alters mit einer Frau und einem Vater, dem das halbe Land gehört, sich ein Pferd nicht kaufen kann, weil ihm das nötige Geld dazu fehlt. Aber Joe... Du hast mir nie so recht trauen wollen. Ich gebe zu, Vater, früher mit Recht, aber jetzt nicht mehr. Habe ich das nicht diesen Winter bewiesen? Ja, das hast du. Ich verstehe mein Geschäft. Wenn auch vielleicht nicht so gut wie Conny. Aber gut genug, um mein Geld zu verdienen, hä? Natürlich, und was du brauchst, sollst du haben. Hör mal, wie du Jenny ins Haus gebracht hast, dachte ich, das wäre eine neue Eselei von dir, aber das war es nicht. Jenny war etwas anderes, etwas Richtiges. Deswegen bekamst du Zulage und die bessere ich jetzt auf. Nein, nein, so geht's nicht, Vater. Entweder bin ich dein Sohn mit allen Rechten, die dazu gehören, hier auf dem Hof und überall sonst. Oder ich bin's nicht. Etwas anderes gibt es nicht. Was willst du? Ich möchte Mitbesitzer des Hofes sein. Ich will was Eigenes. Dabei denke ich auch an meine Frau. Ja, hier will ich leben und meine Kinder großziehen. Hier, wo ich dir eine Hilfe werden kann, wenn dir die Plackerei zu viel wird. Ich bin ja nicht hier, weil ich bezahlt werde. Ich bin hier zu Hause. Ich bin dein Sohn. Hab das auch schon überlegt. Öfter als du, viel öfter. Ich habe eine große Verpflichtung dir gegenüber. Aber wieso denn, Vater? Doch, die habe ich. Ich habe dich doch aufziehen müssen, weil deine Mutter so früh starb. Ich ganz allein. Ich finde, du hast es ganz gut gemacht. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ich fahre morgen in die Stadt und bringe die Sache in Ordnung. Von jetzt an gehört die Hälfte vom Hofe dir. Die andere Hälfte wird unser Conny erben. Hamilton? 4 Zinken. Neely? 3 Einsen. Sandon? Liegendes S, Doppel-O. Frank Peter? 2 Windmühlen. Frank Martin? Der hat 4 F. Doppel-F. Richtig, Doppel-F. Wozu lernst du die alle auswendig? Wir haben 40 Brandzeichen bei diesem Auftrieb und keins darf man verwechseln. Darf ich mal stören, Conny? Was gibt's denn, Louis? Ich habe in den Bergen gestern noch mal nach den letzten Pferden gesehen. Oh, eben habe ich die Liste abgeschlossen, alles gezählt. Es waren auch ein paar Stiere dabei. Die Brandzeichen waren sehr behaart, aber ich wette, es waren unsere. Ich konnte mich nicht aufhalten, weil ich gerade beim Zusammentreiben der Pferde war und nachher war ich zu weit weg. Willst du dich heute noch mal umsehen? Habe ich schon gemacht, heute Morgen. Sie sind weg. Unsere zweite Gruppe hat sie sicher eingetrieben. Nein, die Spur führt woanders hin. Hast du sie verfolgt? Soweit ich konnte. Wir suchen noch mal, Louis. Ich komme mit euch. Hol mein Gewehr, Louis. Bring Connys auch mit. Da ist die Hufspur. Siehst du die beiden Stollen an der Innenseite? Der Reiter hat seinen Namen in den Sand geschrieben.
Zwei Pferde und vier Stiere. Die Spuren gehen immer geradeaus. Hier habe ich aufgegeben, weil es Nacht wurde. Guter Übergang, wenn Sie rübergegangen sind. Du denkst wie ein Pferdedieb. Wir wollen mal drüben nachsehen. Hier ist nur eine einzige Pferdespur. Habe ich mir gedacht, diese Spur soll uns irreführen. Die anderen sind Strom abgegangen. Luis, dort lang. Ja. Hier ist nichts mehr zu sehen, Conny. Aber hier, zwei Pferde und vier Stiere. Komm, Luis. Hier sind sie rausgekommen. Da wohnt doch Beckett. Ja. Wollen wir mal reinschauen. Da kommt er, mit Begleitung. Was ist los? Sucht ihr was? Vier Stiere. Da im Wassertrog stecken sie nicht. Dann würde man wohl die Ohren sehen. Komm mal her. Siehst du die Stollen? Und den Wulst da in der Mitte? Wem gehört dieses Pferd? Mir völlig unbekannt. Ganz frisch. Was meinst du dazu? Was soll ich meinen? Wer dieses Pferd geritten hat, hat unsere Stiere gestohlen. Hör zu. Wenn du die Stiere findest, dann rede weiter. Wenn sie nicht da sind, verschwinde. Da drüben geht's raus. Ich bin überzeugt, du hast sie abgeschlachtet, aber ich kann's nicht beweisen. So bleibt mir nur eins übrig. Ich werde dir zeigen, was dir blüht, wenn ich nochmal die Spuren unserer Tiere hier entdecke. Immer gewusst, was für ein Stolz du bist. Zeig mal, was du ohne Messer kannst. Los! Jetzt holen wir uns vier von deinen Stieren. Vorsicht, Conny. Das wäre Diebstahl. Sagt das der neue Mitbesitzer? Wir haben den Auftrieb vor uns. Denk dran. Wie wollen wir denn machen im Gefängnis? Kommst du mit, Luis? Ja, wenn ich muss. Thank you.
zeige euch an, ihr Brüder. Überleg's dir noch mal. Habe ich dir was getan? Dir das Messer aus der Hand geschossen? Treib ich dir dein Vieh weg? Ich habe nichts damit zu tun. Er arbeitet für dich. Leider ja. Mach einen Preis für die vier Stiere. Das ist nicht mit Geld zu erledigen. $250 zahle ich dir für den Kampf. Ist gut. Geht in Ordnung. Aber der glaubt noch mal dran. Solange ich ein Schießeisen habe, muss der sich in Acht nehmen. Komm mit mir in die Stadt zur Bank. Das Geld besorgt. Du musst erst die Hand verbinden und einen Schnaps trinken. Tanzst du denn heute Abend gar nicht? Heute Abend trinke ich, Willoughby. Vorsicht, der Apfelwein hat's in sich. Ist Conny hier? Er hat wieder geblutet. Jenny kümmert sich um ihn. Zu eng? Je enger, je besser. Du hast in der letzten Zeit viel Ärger gehabt, nicht wahr? Wieso? Dabei hast du es nicht nötig. Ein Wort von dir und niemand redet mehr über dich und Lilly. Oh, das macht nichts. Ich hab Lilly gern. So. Warte, ich helfe dir. Danke, Jenny. Conny, so kann es mit dir und Lilly nicht weitergehen. Joe muss Farbe bekennen. Lass mich mit Jenny allein. Nein, Conny. Bleib hier. Was willst du? Wir reiten morgen los. Zum Auftrieb. Und ich bleibe lange fort. Ich weiß. Ich möchte dir auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen, Joe. Nein, nicht so, Jenny. Küss mich. Lass mich los! Aha. Deshalb sollte Conny hierbleiben. Das ist wohl der Nächste, was? Du bist ja betrunken. Ja, ich sehe schon doppelt. Dich im Zimmer mit Jenny. Es tut mir leid, Conny. Entschuldige bitte. Ich würde dir gern helfen. Danke. Schon, dass du da bist, hilft mir. Ich würde dir gern etwas sagen. Was willst du sagen, Conny? Ich darf dir leider nicht helfen. So gern ich möchte. Was willst du hier? Mit dir sprechen. Was macht die Hand? Noch nicht gut. Setz dich. Nicht gut, so. Das erinnert dich wohl oft an Conny. Den hebe ich mir noch auf. Die beiden Faskens sollen dieser Tage entlassen werden. Hörte ich auch. Und immer noch ist der Papa nicht gefunden. Wie ich die beiden kenne, wird Debreit nicht mehr sehr lange zu leben haben. Nein, den fangen sie nicht. Warum nicht? Die müssen eben den Auftritt mitmachen. Leider werden zwei Vagabunden wie die niemals als Cowboys mitmachen dürfen. Nein. Es sei denn, sie könnten eine Vollmacht von einem beteiligten Züchter vorweisen. Sagen wir deine. Debreit durchschaut das bestimmt. Ja, sie dürfen sich eben nicht an seine Abteilung wenden. Wenn sie es aber bei der Östlichen versuchten, würden sie gar keine Schwierigkeiten haben.
Ich bin bei der Östlichen. Als Vorreiter einer Gruppe. Und die zwei Abteilungen treffen sich am Ende des Treibens. Ja. Am Ende. Weißt du, ich müsste dir eigentlich noch etwas mehr zahlen. Die Prügelei war doch furchtbar. Ja, es war furchtbar. Jones, westliche Abteilung. Louis, zu mir. Miller, westliche. Auf zur östlichen. Wieder nüchtern? Mir geht's gut. Was hast du mit Beckett ausgemacht? Hab die Stiere bezahlt. Und der Preis? $250. So viel? Ja. Ich folge übrigens deinem Rat, Conny. Ich werde hier weggehen nach dem Auftrieb. Du? Ein neues Leben anfangen und arbeiten? Ja, genau das. Und Jenny? Ich lasse sie nachkommen, wenn es soweit ist. Am nächsten Morgen brachen wir auf. Es war ein schöner Tag, aber mir war nicht wohl zumute. Ich hatte das unerklärliche Gefühl, dass diesmal etwas passieren würde. Wie doch die Zeit vergeht. Kaum sind sie gekommen, da reiten sie schon wieder weg. Und du bist wieder allein mit mir. Scheußlich, hm? Ich bleibe nicht hier, Vater. Was ist los, Jenny? War etwas mit Joe? Ich kann nicht drüber sprechen. Willst du Schluss machen? Ja, es geht nicht anders. Ich wollte gehen, ohne es dir zu sagen. Wirklich, Jenny? Kann ich dir helfen? Du darfst ihm nicht immer alles aus dem Weg räumen. Ich habe es bis jetzt getan. Das war eben das Schlimme. Aber mein Fehler war es auch. Vielleicht bin ich nicht die Richtige für ihn. Ich bin so unglücklich, wir verstehen uns eben beide nicht. Wir haben uns nie belogen, wir wollen es auch jetzt nicht tun. Läufst du etwa vor Conny davon, weil er dich liebt? Du bist eine gute Frau. Du hast Anspruch auf Frieden und auf Liebe. Doch wenn du jetzt einfach wegläufst, dann bleibst du enttäuscht, verbittert und voller Zweifel. Wart, bis sie wiederkommt. Ja, dasselbe hat Conny gesagt. Es ist das Beste. Der Frühlingsauftrieb ist wie eine richtige Treibjagd. Im Winter zerstreut sich das Vieh in alle Richtungen und muss nun gesammelt und auf die heimatlichen Weiden zurückgebracht werden. Und dann müssen die Kälber gezählt, sortiert und gebrannt werden. Ich war bei Conny in der westlichen Abteilung. Wir arbeiteten schwer und die Stunden wurden lang. Wir lasen sie nicht von der Uhr ab. Unsere Uhr war der Frühling, der in die Täler zog. Die Arbeit ging glatt und reibungslos. Und die Pistolen? Geh hinein. Ich werfe sie auf die Plattform, sobald der Zug angefahren ist. Du wolltest doch einen umbringen, war es nicht so? Der kommt auch noch dran. Nächstes Mal? Erraten. Werden wir ja sehen. Ausgewiesen? Was willst du denn? Ich will euch helfen, damit er den findet, den er sucht. Daybreit. Was geht das dich an? Ich bin Viehhändler. Und ich muss das Vieh über weite Strecken treiben, verstehst du? Meist bei Nacht und Nebel. Daybreit ist mir im Weg.
Räum ihn doch beiseite. Nicht schwer für einen Mann wie dich. Und hängen? Nein. Es müsste jemand tun, der ein Recht dazu hat. Also wir. Passt auf. Conny leitet den Auftrieb. Ihr reitet mit für mein Unternehmen. Und sobald ihr ihn findet, rechnet ihr ab. Nicht schlecht. Wenn der Zug die große Kurve passiert, wäre er sehr langsam. Da springen wir ab. Ich habe drei Pferde dort. Wer wird sich wundern, wenn er uns sieht? Tja. Achtung, wir sind da. Auf der anderen Seite der Berge war Joe mit der östlichen Abteilung. Oh! Such die Rinder mit Jenkins Brand raus und treibt sie zu ihm rüber. Ist gut. Jenkins Rinder raus. Jenkins Rinder raus. Anzeigen. Ich lese 0B. Gib's zurück. Dachte, es gehört mir. Einverstanden? Einverstanden. Es gehört dir, Jenkins. Was war's? 0B. Siehst du die beiden Reiter mit dem Packpferd da drüben? Sie haben eine Vollmacht. Sie wollen einen Züchter vertreten. Ja, stimmt, soviel ich weiß. Kennst du die beiden? Nur vom Sehen. Gut, dann nimm sie in deine Gruppe. Nein, lieber nicht. Die beiden sind nämlich nicht sehr beliebt bei meinen Leuten. Wenn es Ärger mit ihnen gibt, schick sie weg. Wenn sie eine Vollmacht haben, müssen wir sie hier lassen. Wir müssen nur darauf achten, was sie wegtreiben. Wir schicken sie zu einer anderen Gruppe, wo man sie nicht kennt. Nur nicht zu meiner. Das ist vernünftig. In Joes Gruppe gab es die gleiche Arbeit wie bei uns. Die Männer durchstreiften das Gelände, suchten mühselig das Vieh zusammen und trieben es in die Täler. Sag mal, das waren doch welche von uns. Ja, gut überwintert. Schwerer als zu erwarten war. Ja. Sieht nach einer Prämie für jeden aus. Der Alte wird ein reicher Mann. Du doch auch. Bist doch Mitbesitzer. Ganz richtig. Habe ich fast vergessen. Ich habe meinen halben Sommerbestand zugesetzt. Jetzt muss ich nach Texas einkaufen. Wie wollen Sie das Vieh von Texas nach Montana schaffen? Ja, und wenn Sie es gekauft haben, bricht in Kansas eine Viehseuche aus und Sie kommen in Quarantäne.
In Neumexiko passiert Ihnen vielleicht dasselbe. So ein großer Treck ist ein gefährliches Unternehmen. Mein Junge, hast du noch nichts von Eisenbahn gehört? Ich pack meine Herde in Viehwagen, setz mich auf die Lokomotive und fahr ganz gemütlich nach Montana. Mein Name ist Stroby. Wir kennen uns wohl noch nicht. Ah, Dave Allard. Ich hörte, dass Sie zum Viehkauf nach Texas fahren wollen, weil Sie im Winter Verluste hatten. Ganz recht. Ich kann Ihnen die Mühe ersparen. Ich habe 3000 kräftige Rinder günstig zu verkaufen. Gut im Fleisch? Sehr gut im Fleisch. Bestimmt. Es gibt keine bessere. Und der Preis? 14. Fällig bei der Abnahme. 14. Das sind... Ich bin einverstanden. Ich werde sofort zur nächsten Telegrafenstation reiten. In ein paar Tagen ist der Scheck über 42.000 da. Abgemacht. Heißer Kaffee. Fein, danke, Herr Willoughby. Warum spare ich nicht mein Geld und kaufe mir einen schönen, trockenen Zigarrenladen? Zigarrenladen ist auch nichts, da zieht's. Wir sparen das Waschen. Auch was. Wo wollen Sie denn hin bei dem Sauwetter? Was ist das hier, östliche oder westliche Gruppe? Westliche. Ich bin Ellert. Debreit. Danke. Ja, das tut gut. Ich brauche ein Pferd. Ich wollte die Nacht durchhalten, aber meins lahmt. Luis, hol ihm ein Pferd. Wohin denn so schnell? Ich komme von der östlichen Gruppe und suche nach einer Telegrafenstation. Verirrt im Regen? Bei dem Wetter und in so einer Nacht sieht man wirklich den Wald vor Bäumen nicht. Die nächste Telegrafenstation ist 5 Meilen westwärts. Luis, doch nicht den nassen Sattel, einen trockenen. Sieh, ist das Ihr Brandzeichen? Ja. Ich habe Ihr Vieh gekauft. Deswegen will ich zum Telegrafen und mir das Geld überweisen lassen. Was? Das muss ein Irrtum sein. Stroby ist doch der Besitzer. Ja. Na also, 3000 zweijährige Rinder, auszuliefern am Sammelplatz. Von Stroby gekauft. So, gekauft. Stimmt da was nicht? Es stimmt schon so, stimmt. Ah. Gut, ich danke auch für alles. Das habe ich seit langem geahnt. Glaubst du, dass er deshalb Teilhaber werden wollte? Nur deshalb. Um das Vieh zu verkaufen und zu verschwinden. Warum will er denn verschwinden? Weil er feige ist. Du warst doch immer sein Freund, nicht wahr, Conny? Wenn du einen Menschen gern hast, nimmst du vieles mit in Kauf. Auch seine Fehler. Auch seinen Sohn. Merkwürdig, was du mir sagst, Conny. Denn mir geht's mit jemand anderem seit langer Zeit ebenso. Mit Lilly.
Mit jedem Tag und jeder Stunde kamen sich die beiden Gruppen näher. Und mit ihnen Conny und Joe. Und die Abrechnung. Höchstens noch eine Stunde, Conny. Sie sind schon da drüben, hinter dem Berg. Wie geht's denn? Stocksteif, hab zu lange im Sattel gesessen. Kann ich mir denken. Ist Joe da? Ja. Joe! Conny! Wie war's? Großartig. Ging alles glatt. Wie viel hast du? 2000. Und du? Etwas über 1000. Na also, dann hast du ja die 3000 Stück für Ellert beisammen. Wer ist Ellert? Der Mann, dem du das Vieh verkaufen willst. Ganz recht, so ist es. Etwas plötzlich. Und Vater wird überrascht sein, er hat doch schon einen Abnehmer für die Herde. Der Kauf gilt. Ich bin verantwortlich. Und ich Besitzer. Ich bezahle die Hälfte von deinem Lohn. Was willst du damit sagen? Steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten. Du willst die Herde stehlen? Ich verstehe wohl nicht richtig. Wir bringen die Herde nach Hause. Eine große Herde, man kann leicht überrannt werden. Ich würde mich hier nicht in den Weg stellen. Mach das lieber rückgängig. Hör zu, Conny, kümmere dich nicht um meine Sachen. Moment, Joe. Ich sag dir eins. Solange ich da bin, wird nicht verkauft. Komm, wir holen den nächsten. Conny! Stell dir mal vor, als ich eben am Fluss war, dort, wo unsere Wagen stehen, denke ich, ich sehe nicht recht. Was? Hinter einem Wagen versteckt standen die beiden Faskens. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe sie genau erkannt. Sie gehören zur östlichen Abteilung und sie waren die ganze Zeit dabei, wie mir die anderen gesagt haben. Und Joe hat's die ganze Zeit gewusst. Luis, jetzt heißt es aufpassen. Conny? Weißt du, ich habe mir das Geschäft mit Allard noch mal überlegt. Ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Wie jedes Mal, wenn ich irgendetwas ohne dich mache. Freut mich, dass du es einsiehst. Ja. Am besten reite ich gleich zum Depot und sag Bescheid, damit sich Ellert nicht das Geld schicken lässt. Ja, das ist gut. Kommst du mit mir? Ich habe hier zu tun. Aber es macht mehr Eindruck, wenn du dabei bist. Gut, ich komme mit dir. Wir reiten rüber zur Telegrafenstation. Dauert nicht lange. Ist gut. Aufpassen, wir schießen erst, wenn Debrat bei den Felsen ist. Ja, ich pass auf. Das wird wohl unser letzter Auftrieb gewesen sein. Ich wollte ja eigentlich nur einmal eine krumme Sache machen mit diesem Allard-Geschäft, aber ich konnte es nicht. So gehe ich doch wenigstens mit gutem Gewissen fort. Ja, Joe. Damit hast du also auf der ganzen Linie gewonnen. Ich gebe alles auf. Vater, den Hof, Jenny und dich. Alles gehört dir.
Zufrieden? Hast du dir das auch gut überlegt? Du gibst dir doch seit Jahren Mühe, mich zu erziehen. Hast mir ja auch geraten, hier wegzugehen und woanders neu anzufangen. Ich tue es nur eben höchst ungern. Vermutlich, weil wir so gute Freunde sind. Ja, das sind wir. Weißt du noch, wie uns Vater mit zur Viehzüchtertagung genommen hat? Ja. Und wie ich Karten gespielt habe? Ja, ich weiß noch. Du hast schon gepokert wie ein Alter damals. Ja. Damals habe ich gelernt, wie man Leute hinters Licht führt. Ja, wir haben schöne Zeiten erlebt. Das wird mir fehlen. Ja, mir auch. Wenn man noch so alt wird, die Jugendzeit, glaube ich, wird man nie vergessen. Das hast du schön gesagt. Ich werde dran denken, wenn ich nicht mehr hier bin. Jetzt. Joe zur Telegrafenstation. Hast du das gehört? Dass jemand überfallen? Nimm ein paar Männer und zieh nach. Geh auf die andere Seite. Schleich dich vorsichtig ran. Ich deck dich. Wir wollen abrechnen. Denk nicht dran. Wir reiten nach Haus und sagen Vater die Wahrheit. Sofort. Komm raus. Du vergisst eins.
Ich habe noch meinen Revolver. Und ich bin schneller als du, wie du weißt. Gebe ich gerne zu, aber das ändert gar nichts. Komm heraus. Sonst muss ich dich holen. So war es, Vater. Genauso. Ich hab's schon immer kommen sehen. Ich wollte es nur nicht sehen. Ich log mir etwas vor, genau wie du, um es mir leichter zu machen. Nicht du hast ihn getötet. Ich war's. Vor langer Zeit schon. Ich bin zu nachgiebig gewesen. Das war mein Fehler. Ich muss es Jenny sagen. Lass das lieber mich tun.